Hallo und willkommen zu einem Let's View des Thomas Action Figure Digest 159 aus dem Jahre 2007. Der Thomas ist ein amerikanisches Toy-Magazin, was etwas ältere Toys, Toy-Geschichte behandelt, aber auch die aktuellen Neuerscheinungen der damaligen Zeit logischerweise von 2007 betrachtet. So, gleich auf dem Cover sehen wir schon Transformers-Figuren zum Transformers The Movie, zum ersten, oder nicht The Movie, das ist der Animationsfilm von 86. 2007 erschien der erste Michael Bay Transformers-Film und hier sehen wir Actionfiguren dazu. So, das wird uns wohl begleiten, also schauen wir mal, gucken wir uns an. Hier sehen wir als erstes eine Build-A-Figure-Werbung. Das ist wohl von Spider-Man 3, hat man alle Figuren gesammelt. Gibt es eine Gesamtfigur zum Erstellen? Hat auch was. So, die Vorankündigung, da könnt ihr euch Gedanken machen, was eben im Heft, oder könnt ihr euch schon mal spoilern lassen, was könnte es denn im Heft alles an interessanten Toys geben? Aber wir schalten um zur Quizshow von G.I. Joe gegen Cobra. Eine interessante Werbeanzeige. Richtig cool geworden. Ja. Do you know your G.I. Joe? Ja, die haben Jubiläum gerade gefeiert, so die klassischen Actionfiguren. Dann gibt es hier News. Ja, Toys R Us gab es auch noch. Sora wurde gelauncht von Kingdom Hearts. Hier sehen wir No Pain, No Gain, Star Wars, Captain Solo auf der Folterkammer auch. Ja, und ein paar schöne Actionfiguren, die es damals gab. So eine schöne Werbung. So, weiter geht es. Weitere Ankündigungen. Hier haben wir ein Tor, ein Comic-Tor, Death Note von dem Manga. Eine Figur. Und hier haben wir Marvel Legends. Und auch hier, wer diese Figuren sammelt, kriegt diesen großen Käfer. Wer auch immer. Ich bin da nicht so der Comic-Leser. Ich kann nicht sagen, aus welchen Serien das stammt. Ich kann nur sagen, das ist Marvel. Und ich sehe da einen Captain America und ich sehe da einen Thor. Oder nee, Thor ist ja noch nicht bei. Aber ich sehe einen Captain America und ich sehe da ist ein Cyclops. Naja, egal. So, weiter geht es. Lord of the Rings-Figuren und von Gentle Giants Studios und Star Wars. Auch richtig gut gelungen. Helme und so weiter natürlich richtig gut. Und da Comic-Con war, wurde natürlich auch immer was Neues vorgestellt. Und Hot Toys hat hier so richtig coole Figuren so rausgebracht von Prison Break. Also Wentworth Miller und Dominic Purcell sind richtig gut getroffen. Kann ich nicht anders sagen. Ich erkenne die Schauspieler wieder richtig gut. Kann man ja, muss man ja anerkennen. Werbung für das eigene Magazin. Und hier haben wir ein Transformers-Schachspiel. Witzige Sache. Nicht meins, aber schon eine witzige Sache, was es alles gab. So, und hier haben wir auch noch mal ein paar Figuren. Da muss man von American Werewolf. Das ist von Lipitchum, von dem Horrorfilm. Also es kommen ja immer gerne von diesen alten klassischen Sachen Figuren raus. Sideshow Collectibles bringt edle Sonderfiguren raus. Sehr, sehr teuer oftmals. Also riecht mehrere hundert Euro. Ja. Ihr seht hier auch, wir haben hier Death Note wieder zwischen. Bruce Lee, Star Wars unverkennbar. Hier haben wir eine Szene von Loki und Thor aus dem Comic und Iron Man. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mit Star Wars geht es hier weiter und hier sehen wir auch schon wirklich, ja andere Figuren, sage ich mal so. Hier zum Beispiel eine Figur, die aus den ersten Zeichnungen stammt, wo es noch nicht Star Wars sozusagen war. Eben halt die erste Testzeichnung, da sahen die Figuren ja noch ein bisschen anders aus auf dem ersten Teaserplakat, was jetzt vorgereicht wurde, was nicht während des Films präsentiert wurde, sondern eigentlich um den Machern zu zeigen, was wird aus dem Drehbuch. Und da war der Hauptcharakter, der Starkiller, sah noch ein bisschen anders aus. Aber wie es so ist, als Actionfigur sind die irgendwann rausgekommen. Ja. Das Expanded Universe. Und hier sehen wir auch so ein paar Figuren. Nicht schlecht gemacht. Ja, auch hier weitere Figuren, die gerade angekündigt wurden. Ist ja eine Toy-Messe. Da zeigt man eben halt die ganzen Figuren und Fahrzeuge. Der TIE Interceptor, der TIE Fighter. Ja, einfach nur interessant. Auch wenn ich die jetzt nicht alle einordnen kann, weil es ist so komplex geworden, das Universum schon damals. Und hier was von Attack of the Clones.
gut. Und hier geht es auch gleich weiter mit Transformers. Da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Wie gesagt, der Michael Bay Film ist angekündigt gewesen und da kamen eine ganze Menge Figuren in unterschiedlichen Größen. Von klein bis ganz groß. Statuen, man hat alles rausgebracht. Die Figuren waren nie meins. Ich habe eine ganze Menge gekauft und dann jetzt auch wieder, gebe ich ganz ehrlich zu, verkauft. Ich habe nie eine einzige wirklich verwandelt von den Figuren. Ich habe auch nie eine einzige wirklich ausgepackt. Ich habe sie nur gekauft. Und hier haben wir auch eine ganze Menge Figuren. Auch einige, die exklusiv in Amerika nur erschienen sind, wie diese beiden zum Beispiel. Die waren Amerika exklusiv. Beziehungsweise, weiß nicht warum, die wurden einfach nicht nach Deutschland rausgebracht. Kann man so, muss man so sagen. Ja. Aber ich hatte mir sie dann irgendwann mal bestellt aus Amerika. Ich habe mal einige Figuren damals hier da bestellt. So, Marvel, auch immer wieder sehr populär. Sandman, Venom, Black Cat. Ja. Irgendwie sehen die Figuren nicht so doll aus, gebe ich ganz ehrlich zu. Mir gefallen sie nicht wirklich. Mary Jane soll es wohl sein. Schocker. Ja, so ist es manchmal. Muss ja nicht jedem gefallen, aber es gibt ja immer welche, denen gefallen haben. Auch hier haben wir dann so ein bisschen Fantastic Four, Namor und hier haben wir einen weiteren Teil von Kenner Legacy. Bill und Ted, Batman, Robin Hood haben wir hier, Swamp Thing. Ja, was es alles gibt. Schauen wir uns doch mal dieses Geschichtsteil an. Und hier sehen wir auch nochmal Ghostbusters-Figuren. Ich habe die nie gesehen. Ecto Glow Heroes. Kann sein, dass das Prototypen waren, wo sie so ein bisschen glow in the dark, also so leuchten konnten in der Dunkelheit. Richtig cool. Richtig coole Sache. Auch hier ist noch so andere Figuren, die ein bisschen bunter sind, ein bisschen andere die Fahrzeuge, ein bisschen anders dargestellt. Man brachte die Sachen ja immer mal wieder raus oder neu. Wird ihr diesen glow in the dark Effekt hier ganz gut sehen. Sehr interessant. Ich vermute mal, dass auch viele Dinge hier zu sehen sind, eben halt, die nicht wirklich rausgekommen sind oder wo das wirklich nur Prototypen waren. Auch hier habe ich nie gesehen, Ghostbusters, so eine Schleimstation, eine Untersuchungsstation. Hier sehen wir aber auch, das sieht nach Prototyp aus und das nach der, wie sie im Werbekatalog war. So, Illustrationskonzept. Auch richtig gut geworden, also eine witzige Idee, aber nicht immer sind die umgesetzt worden. Also man hat sich dann auch irgendwann, sie wurden einfach nicht veröffentlicht unbedingt. Ja, Batman-Fahrzeuge von Gotham City. Oder von so einem Wayne Manor, wo man dann ein bisschen Spielset-mäßig sein konnte. Aus einem ferngesteuertes Auto, Hubschrauber, Flugzeug. Nicht schlecht geworden. So, das ist ein sehr amerikanisches Thema, wenn es um die verschiedenen Baseballer und so weiter geht. Das haben wir in Deutschland natürlich, oder nicht natürlich, aber haben wir nicht so in der Art gehabt. Swamp Thing ist auch nie nach Deutschland gekommen, aber auch ein sehr interessantes Thema. Wirklich gut geworden. Typisches Kenner-Spielzeug, Comic-Helden, Monster und Figuren. Es gab ja eine Animationsserie, glaube ich, dazu, dadurch war das ein bisschen gegriffen und man konnte so ein bisschen das benutzen. Andererseits gab es auch Fahrzeuge, die haben es nie in den Serien geschafft, so, wie bei Ghostbusters. Und einfach, man versucht den Kindern sehr, sehr viel Spielprinzip zu geben. Bill & Ted, Exciting Adventure, Film mit Keanu Reeves. Da gab es natürlich eine ganze Menge Figuren und warum soll es anders sein? Auch Kinder konnten da spielen. Es gab auch eine Zeichentrickserie. Weiß ich nicht, ob die je nach Deutschland gekommen ist. Und hier sehen wir noch weitere schöne Sachen im Rahmen der Serie von der Telefonzelle der berühmten Zeitreise mit dem Auto, Fahrzeuge, Spielsets, die auch nicht berauschend sind, auch wie ein Barbie-Spielset aus. So ein bisschen. Also so verschiedene ist aneinander geklatscht. Ja, wem es gefällt, aber schon sehr interessant. Das Ganze in der Umsetzung. So, weiter geht es. Robin Hood, König der Diebe. Ja, mit schönen, coolen Artworks. Und ihr seht die verschiedensten Figuren, die es so gab, zu den eben halt den Helden aus dem Film. Nur so ein bisschen Kampfsachen. Und interessant ist, Kenner hat diese Fahrzeuge recycelt teilweise und mehrfach rausgebracht. Somit ist dieses Fahrzeug zum Beispiel der Battle Wagon bei Robin Hood, ist auch bei der Hook-Linie, nach dem Film Hook, Peter Pans Geschichte, erschienen. Und auch einige weitere Sachen wurden recycelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier abgebildet wird, doch wird es. Und zwar das hier. Dieses Spielset ist eigentlich nichts weiter als eine andere Version
also fast sehr viel wurde benutzt bei dem Ewok-Dorf von Star Wars. Man hat es wiederverwertet. Warum nicht? Es passte ja irgendwie und warum sollte man es nicht machen? Man hat natürlich ein bisschen was abgeändert. Zum, ich glaube, hier einen anderen Fahrstuhl hin, vielleicht. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich müsste es vergleichen, aber es ist sehr, sehr ähnlich gewesen. Und die Figuren waren ja identisch groß. Und diese Figurteile passen dann auch ähnlich, diese Katapulte und so weiter, wie die Ewoks sich gewehrt haben im Imperium. So, da haben wir hier nochmal ein paar Sport- und Musikstars. Jon Bon Jovi als Figur. Von McFarlane Toys, auch nicht schlecht. Noch Monster oder Drachen von McFarlane Toys. Robocop, die habe ich mal gesehen, richtig gut geworden. Eine Sexy Dorothy von Ost, so ein bisschen, ja, doppeldeutig. Ja, Halo 3 war draußen, darf auch nicht fehlen. Schöne Actionfiguren dazu. Cortana, den Master Chief auf die Fahrzeuge. Haben auch was. Lass uns, können sich sehen lassen. Horrorszenen. Ja, da seid ihr. Ich bin kein Horrorfan, aber ich muss es schon anerkennen, das ist schon sehr vielseitig. Wir haben hier Leatherface, wir haben Jason, wir haben Freddy Krüger mit verschiedenen Gimmicks. Dann haben wir hier auch verschiedene Szenen aus den Geschichten, die schon relativ brutal sind. Das ist schon sehr, sehr eindeutig. Das ist ja eher so eine Gruselszene. Und ich glaube, das ist sogar detaillierter, als man das im Film sah, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich habe den Klassiker, glaube ich, mal ein bisschen gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mal ein bisschen was reingesehen, aber nicht komplett gesehen. Ich bin ja halt, wie ich sagte, zugebe, nicht der Horrorfan. G.I. Joe, so ein bisschen modernere Versionen der klassischen Figuren, auch sehr, sehr klasse. Shipwreck, Zartan, ja, nicht schlecht. Die sind immer noch beliebt, die ganzen Cartoons. Was eben halt die 80er erschaffen hat, wird immer wieder neu aufgelegt. Ja, weil es so beliebt ist. So, weiter geht's mit Diamond Select Figuren. Hier haben wir so ein bisschen Brick-Style, so ein bisschen Lego-Figuren-Style. Da haben wir Marty McFly und Zurück in die Zukunft. Das sieht auch so alles aus, eben halt. Auch nicht schlecht. Und hier haben wir ja, Marvel-Figuren. Nicht schlecht. Hawkeye hier und Spider-Man, Mysterio. Ja, für die Sammler, da wird breit gefächert eine Menge erzählt. So, hier haben wir auch nochmal Statuen, die rausgebracht wurden, wo ich jetzt nicht viel zu sagen kann. Ich glaube, das ist Elfenlied, das Comic. Die Elfquest, Elfquest, das ist das Comic. Ein Alien-Mutbild da mit Alien gegen Judge Dredd. Das ist Judge Dredd und Aliens. Gab so ein Comic-Crossover. Gar nicht so schlecht gemacht, dieses Bild. Hier sehen wir auch nochmal ein anderes Judge Dredd. Judge Dredd-Statue. Werbung für ein Magazin und für einen Comicladen, denke ich mal, oder irgendwas in der Art. Werbung für Nachbestellung dieses Magazins. Und hier haben wir nochmal Marvel Legends. So ein bisschen Super Patriot, Judge Dredd und dann nicht Marvel. Ja, Marvel Toys, aber nicht Marvel Legends. So ein bisschen andere Figuren. Madman, Witchblade, Savage Dragon. So ein bisschen andere Figuren halt. Und rechts kann man den Road Warrior, das Auto von Mad Max, erwerben als Modell. Sehr detailliert, sieht gar nicht so schlecht aus. Und wir sind schon bei der letzten Seite, Star Wars, Fan Choice, When You Talk, We Listen, ja, schöne Figuren, ja, und das war der Let's View dieses Thomas, des, ja, von 2007, die 159. Wenn euch das gefallen hat, ich meine, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eure Gedanken und ja, liked, abonniert, teilt, darüber freue ich mich auch, denn ja, dann macht's immer gut, sag ich mal so zum Ende.